Hallo Freunde. Ja, nur mal so ein ganz kleines Lebenszeichen von meinem miesen Basteltisch. Ich bin gerade ein bisschen am Experimentieren und da habe ich gedacht, ich erzähle mal, was so in letzter Zeit passiert ist. In einem Video, was ich vor kurzem gedreht, aber wahrscheinlich noch nicht gesendet habe, ich muss erstmal die Liste durchsehen. Habe ich vorgestellt, dass ich mir zwei ältere Loks aus Pico-Zeiten besorgt habe. Ich war gestern am Sonntag nochmal dort und habe mir diese drei alten Pico-Wagen, na nicht Pico, ist ja Prevo oder ehemals Schicht, besorgt. Ja, warum kaufe ich diese alten Wagen? Erstens mal hatte ich davon schon zwei in Grün. Die passen jetzt wunderbar zusammen. Habe also jetzt insgesamt, habe ich jetzt richtig gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, aus alten Ossi-Zeiten. Also fünf solche Wagen. Das ist dann schon mal ein kleiner Zug, und den kann man zusammenlaufen lassen. Zweitens mal ist es ja auch bloß ein Schnellzug. Der rauscht wahrscheinlich hier bloß von A nach B durch zwei Kehrschleifen hin und her. Vielleicht bekomme ich ja mal den Automatikbetrieb hin. Ja, also hätte ich das gewusst, wie kompliziert das wird, hätte ich diese Anlage mehr so wie eine Art Hundeknochen ausgeführt, wovon das hintere Gleis, wenn man das nicht mit der Anlage verbindet, sondern durchführt, ist es eigentlich eine Kreisanlage. So, dann hat man keine Schwierigkeiten, schaltungstechnischer Art, zwecks Kehrschleifen und ähnliches. Das war ein Schnellschuss von mir. Vielleicht baue ich auch noch mal alles um. Na gut, okay, so viel dazu. Jedenfalls daher diese drei Wagen. Vielleicht rüste ich die noch mal ein bisschen irgendwie auf eine Art Kurzkupplung um. Das liegt aber in weiter Ferne. Ich sag mal so, die rauschen an mir vorbei. Die Augen sind nicht mehr die allerbesten. Also ich sehe da keinen großen Unterschied zu einem Wagen, der knappe 40 bis 50 Euro gekostet hat und dann noch nicht mal Licht drin hat. Was bei den Uraltwagen aber der Fall ist, okay, es sind kleine Glühbirnchen. Ich werde mich im Internet belesen, ob ich da irgendwie zwei Leuchtdioden zwischensetzen kann. Irgendwie sowas in der Art. So, so viel erstmal dazu. Diese Lok, die ihr da hinten jetzt seht, ich zoome mal ein bisschen heran. Also, ich habe ja erzählt, oh, ich will nicht zu dolle wackeln. Naja, jetzt nehme ich sie doch in die Hand, die Kamera, und gehe einfach ein bisschen näher ran. Ich habe ja erzählt, dass die aus uralten Ossi-Zeiten ist. Die Lok selber habe ich jetzt erworben. Den nicht passenden Tender dazu. Ich habe schon erwähnt, falsches Lokschild. Ich denke mal, da hat sich mal jemand vertan. So, kann ich beiseite packen. Die fahren grauenvoll, diese Motoren aus alten Ostzeiten. Die Lok ist soweit okay in meinen Augen. Okay, es glänzen wahrscheinlich ein bisschen die Radreifen. Wer sich daran stört. Ich werde noch mal mit Rot lackieren. Das macht sich am einfachsten. Da braucht man nichts abkleben. Das geht bei so einer alten Lok wahrscheinlich dann auch ohne. Obwohl die sich auch leicht demontiert. So, also ich benutze nur den Vorderteil dieser Lok. Den Tender stelle ich in die Ecke. Und dann ist das, das dort mein alter Tender. Ich wollte jetzt bloß mal ganz kurz vorführen. Das ist ein Antrieb von PMT, vielleicht so 10 bis 15 Jahre alt. Die Beleuchtung ist von mir hinten eingebaut. Die lässt sich nicht deaktivieren, die leuchtet immer. Es sind Standardglühbirnchen. Ich wollte jetzt bloß mal dazu sagen, was ihr da hört. Das ist hauptsächlich ein Fahrgeräusch von der Lok. Also von vorne, von den Rädern. Ansonsten ist das ein super
leiser Antrieb, den ich nur empfehlen kann. So, jetzt muss man natürlich hier vorne auf grün schalten. Und da haben wir das Problem, diese Lok verträgt diese Bogenweiche nicht. Also ich habe früher schon gewusst, warum ich nicht gerne Bogenweichen benutzt habe. Das war wahrscheinlich auch ein Fehler. Das lässt sich aber alles nochmal rückbauen, die ist auch nicht angeschlossen. Und die Gleise liegen nur auf so ein bisschen doppelseitigen Klebeband und würden den endgültigen Halt nur bekommen, wenn man sie einschottert. Also wahrscheinlich baue ich nochmal alles um. Also Bogenweichen sind so eine Sache. Also ich könnte natürlich das Drehgestell der Lok, na jetzt formel ich hier mal so ein bisschen, könnte ich natürlich auch beschweren. Das würde vielleicht schon helfen. Mir ging es jetzt eigentlich bloß mal darum, zu zeigen, wie leise dieser Antrieb ist. Ich musste gestern Abend noch löten. Leute, 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 Leute. Ich hasse Löten. Also die Lötspitze von diesem Lötkolben ist grundsätzlich verzundert. Ups, ich wollte das Ding mal abstellen jetzt, damit ihr ein bisschen mehr was seht. So, ist grundsätzlich verzundert. Dann gehe ich mit einem kleinen Sandpapierchen heran und putze die Lötspitze sauber. Und dann habe ich dann das Problem, wie man dieses Ding ins fachmännisch verzinnt. Ach, ich bin damit auf Kriegsfuß. Und brucki zucki ist die Spitze wieder schwarz. Also Löten hat bei mir noch nie richtig funktioniert. So, wir lassen die Lok nochmal vorbeirauschen. Vorsichtig über die Dreiwegweiche. Ist auch nicht so das Wahre. Also was jetzt geruckelt hat, das war nur die Kamera. Aha. Scheinbar hat die Kamera Schwierigkeiten, den vorbeifahrenden Zug aufzunehmen. Und ruckelt dabei. Ich wollte bloß mal so sagen, ich bin von diesem Antrieb begeistert. Und jetzt im Gegensatz dazu vielleicht nochmal den Original Pico-Antrieb. Wäre ja auch mal interessant. Das ist jetzt der alte. Von, ich weiß nicht, aus den 70ern vielleicht. So. Schade. Der fährt scheinbar nicht. Doch. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Das ist natürlich ein Unterschied für Taconacht. Damit haben wir früher sozusagen gespielt. Sounddecoder ist eigentlich nicht möglich. Der müsste einen riesen Lautsprecher haben. So, und jetzt nochmal das müsste der Original Pico-Antrieb sein, der dann später herauskam, mit den schönen großen Motor drinne. Ja. Auch sehr leise. So. Ja. Und da sieht man mal meine andere Philosophie. Die Lok verteilt über eine stromführende Kupplung von Fleischmann den Strom an die Wagen zur Beleuchtung. Ihr seht das mal. Da ist die besagte Kupplung, stromführend. Bei mir läuft das alles über die Lok. Ich habe jetzt nämlich festgestellt, als ich mit diesem Zug gefahren bin, aus Ossi-Zeiten, macht das Schwierigkeiten, wenn man in die Kehrschleife fährt. Da funkt es manchmal an den Rädern. Ich denke mir mal, das ist wegen der Umpolung, die dann stattfindet. Und die Wagen nehmen ja immer direkt den Strom auf und fahren dann über diese Stoppstelle drüber. Na, da hat es mal gerade eben kräftig gefunkt. Das war wahrscheinlich ein Fehler von mir. Der stromlose Halteabschnitt muss wahrscheinlich so lang sein wie der Zug. Oder aber man verteilt den Strom an die Wagen über die Lok. Dann ist das Problem gegessen. Ja, und der Reibungswiderstand ist nicht so hoch. Obwohl bei den Ossi-Wagen läuft das ja nicht über Radschleifer, sondern diesen Spitzen gelagert. Und jeweils einen Drehgestell nimmt Plus und Minus ab. So einfach. Na egal, will ich euch nicht langweilen. Ich habe jetzt hier ein bisschen getestet. Ich musste, wie gesagt, gestern Abend gewaltig löten.
Und habe es dann wirklich hingekriegt. Es war nämlich in meinem alten Kohletender der Radschleifer von diesem PMT-Antrieb abgefallen. Und den musste ich wieder anlöten. Und das, naja, wie gesagt, ich löte nicht gerne. So, jetzt soll man nochmal die komplette Lok fahren lassen, damit das Video ein bisschen Gehalt bekommt. Also hier sieht man, diese Lok ist schon ein bisschen neuer, hat demzufolge andere Radsätze. Die sind brüniert. Sieht um drei Welten besser aus, ne? Um drei Noten. So. Also nicht mehr dieser Hochglanz, irgendwas. Metallischer Glanz. Und diese riesen Radreifen. Das ist hier ein bisschen getarnt. Aber sehr viel Fahrgeräusch kommt eben von der Lok. Obwohl der neue Pico-Antrieb auch super ist. Also jetzt würde ich keinen Antriebständer mehr kaufen oder eine Antriebseinheit. Das hat dann keinen Sinn mehr in meinen Augen. Weil dieser Pico-Antrieb, der ist super. So und so einfach trennt man diese Lok mit dieser Schnappverbindung. Kennt ihr alle, brauche ich nicht beschreiben. Und nicht wie heutzutage eine feste stromführende Verbindung. Mann, 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 das ist alles äußerst unpraktisch, sage ich mal so. Gerade für Kinder und ähnliches, die dann eine Lok anfassen, die über 400 Euro kostet, plus wahrscheinlich Digitaldecoder. Naja. So, das ist scheinbar eine ältere Ausführung, genau. Das ist eine ältere Lok. Hier sind die Radreifen nicht brüniert. Aber auch diese Boxpockräder. Und die rollt auch etwas schwerer. Ich denke mal, das sind die Radsätze. Und dann können wir ja mal den anderen Tender probieren. Oh, das ist doch auch ein Ossi, oder? So, das ist der ältere. Oh, na. Der hat auch Schwierigkeiten. Also dieser Triebtender, den muss ich mir noch mal anschauen. Aber ich würde sagen, das ist ein ganz normaler Pico-Triebtender. 01. Oh ja. Ja. Leute, hier ist gar kein Motor drin. Da weiß ich jetzt aber auch nicht. Den habe ich dann wahrscheinlich früher schon mal umgebaut. Der hat überhaupt keinen Motor drin, da können wir nichts testen. So, dann habe ich also doch bloß den alten Ossi-Tender, den ich letztens gekauft habe. Naja, gut, dann lassen wir, da habe ich ja schon mal vorgeführt. So, okay. Habe ich gemacht, habe ich gezeigt. Ja, und wie gesagt, dann nehmen wir eben nochmal den, bloß um mal zu zeigen, wie das sich die Geräuschkulisse entwickelt. Naja, ähnlich. Man merkt es, ne? Der Tender super leise. Und jetzt kommt die Lok. Naja, ist nicht mehr so schlimm, aber eben zu Ossi-Zeiten war das schlimm. Ja, wie gesagt, meine Bastelei. Ich habe mich gestern mit dem Löten gequält. Einen unter Federspannung stehenden Radschleifer wieder auf eine Platine aufzulöten, ist nicht so einfach. Aber es hat funktioniert. Ich habe nicht die Beleuchtung zerstört, was ja meine Bedenken war, weil die Mikrobirnchen damals einbauen, war auch Quälerei. Ich vermeide Löten, wenn es geht. Und quetsche die meisten Verbindungen. So, Entschuldigung, das musste ich doch mal gähnen. So, jetzt werde ich noch ein bisschen aufräumen. Ich habe Spaß, also inzwischen besitze ich von dieser 01 Reko-Variante ja, drei Stück. In verschiedensten Ausführungen, das wird mir jetzt auch reichen. Und dann habe ich ja drei Kohletender, einen Öltender. Okay, ich hatte eigentlich gedacht, das sind zwei Öltender, aber egal. Da freuen wir uns. Wie gesagt, die neuen Motoren, die dann eingeführt wurden im Rahmen der Produktpflege und die neuen Radsätze, machen schon einen Unterschied aus. Ja,
Gut, ich habe es hinbekommen, kann es erstmal wieder alles verpacken. Und das war es eigentlich, was ich zeigen wollte. Ich habe diese alte Lok hinbekommen, da freue ich mich. Näheres dazu habe ich ja erzählt bei dem Auspackvideo dazu. Und die alten Wagen, da freue ich mich auch drüber. Wie gesagt, die sind nicht so fein detailliert. Der Druck ist nicht lupenrein super scharf, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Der fährt halt in einer gewissen Entfernung vorbei und gut ist. Und dann muss ich bloß mal so sagen, die waren ja schon teuer. Diese Schnellzugwagen hier. Freunde. Also. Ja, davon habe ich einen kompletten Zug gekauft damals. Das geht mir so sehr ins Geld, muss ich ehrlich zugeben. Da werde ich auch in Zukunft darauf verzichten, dann lieber ein paar Güterzüge zusammenstellen. Oder eben Gebrauchtmaterial von eBay Kleinanzeigen. Gut, das war's, Freunde. Tschüss. Kleines Review aus dem Bastelzimmer. Ich kann ja nur mal rüberschwenken. Also hier, das ist auf Regalbrettern montiert. Hier vorne. So. Die Dreiwegweiche auch nicht allererste Wahl. So, dann gehen die Trassenbretter so einfach wie geschmacklos an der Wand lang. Hier sind meine halbwegs durchgestalteten Module zu sehen. Zwei Stück an der Zahl. Gegenlicht aus dem Fenster, das Bahnhofsmodul. Da hinten sollen noch ein paar Bahnhofsgleise entstehen. Und da hinten liegt schon Material für ein Gleiswendel. Und weil der Traum geht dahin, da hinten im Ixel an der Wand, soll der Zug weiterfahren können oder in einer kleinen Abstellkammer hinten wenden und zurückfahren. Irgendwie so in der Richtung. Mal sehen, was sich davon dann realisieren lässt. No. Platz ist in der kleinsten Hütte, wenn man sich ein bisschen kümmert. Mein Bastelzimmer ist sehr wüst. Tschüss, Freunde.